Okay, jetzt erzähle ich euch mal, was mit dem Bike passiert. Wir haben jetzt Januar, Winterzeit, die perfekte Zeit, um ein Rad aufzubauen. Morgen. Moin. Hab noch nie ein Rad aufgebaut, aber das wird schon. Die Jungs werden mir sicherlich helfen, da bin ich mir sicher. Der Harry hat meine Teile schon hingelegt. Und hier ist der Rahmen. Mein Bike wird ein Leichtbau sein. Die Teile sind größtenteils Carbon. Die Gabel, der Dämpfer sind ziemlich leicht von DT Swiss. Eine OPM-Gabel und der X313 Dämpfer. Bei den Bremsen bin ich auf die Level gegangen, also SRAM Level. Sehr leicht, sehr gut vom Druckpunkt, wie ich finde, und sehr griffig. Bei der Schaltung habe ich von der Firma eine Shimano XTR Di2 gesponsert bekommen, um einfach Erfahrung damit zu sammeln. Auf eine absenkbare Sattelstütze habe ich verzichtet, einfach aus Gewichtsgründen. Und auf den Marathons, die ich fahre, kann man das mit ein bisschen Technik alles wettmachen. Das Bike wiegt nach der Montage 11,6 Kilogramm. Also als ich gehört habe, dass ich mir ein Bike aufbauen soll bzw. kann, habe ich mir gedacht, es ist recht einfach, aber im Endeffekt steckt schon einiges dahinter und man braucht ein bisschen technisches Know-how bzw. man muss wissen, was man macht. Der Rahmen hängt schon mal, Gabel gekürzt, Vorbau drauf und Lenker dazu. Nächster Schritt geschafft, der Dämpfer ist getauscht. Innenlager. Welche Seite kommt in welche Seite? Wo kommen die Spacer hin? Rechts, links? Ja, ein kleiner Fehler ist passiert. Beim Einschrauben des Innenlagers habe ich den Spacer vergessen auf der Antriebsseite. Da hat es die Hülse zerschossen. Aber ich habe eine neue bekommen. Kleines Problem. Hier ist ein Kabel für das Schaltwerk. Das muss entfernt werden, weil da die Di2-Kabel durchkommen. Schaut sie nicht schön aus, die XTR-Kurbel? Also ich finde sie klasse. So, jetzt wird sie einmal eingebaut und dann kann sie ihre Dienste vollbringen. Wolf, wie sieht's aus? Ja, läuft soweit. Was sagst du dazu? Ja, sieht doch ganz passabel aus. Hier musst du nochmal ran. Okay, Hinweis nochmal angenommen und geschaut. Es muss das Zwischenstück abgemacht werden, weil das ein Direct Mount Schaltauge ist. Das nehme ich jetzt raus und dann passt das alles. Okay, Felge montiert, Reifen aufgezogen, Kassette drauf und die Bremsscheibe. Einmal einbauen bitte. Ich muss noch den Link tauschen. Einmal Schraube nach hinten setzen für 29 Zoll. Ist ein bisschen tricky. Und zwar muss außen erst die 6er Imbusschraube gelöst werden. Innen drin ist noch eine 5er. Ja. Hinterrad ist jetzt auch drin. Vorderrad ist gerade in Arbeit. Ja, gerade den Hinweis bekommen. Reifen falsch montiert. Laufrichtung. Also wieder ab und neu montieren. Ja, in der Hektik. Bremsscheibe falsch rum drauf. Das heißt, abmachen, neu aufziehen. Puh, was für eine Arbeit, die Griffe zu montieren. Also ich bin jetzt bestimmt schon 3 Minuten dran. Yeah, wieder einen Schritt weiter zum Ziel. Etwas Ratlosigkeit. Die Brücke bei der DT Swiss Gabel ist hinter den Tauchrohren. Da muss ich nochmal die Kabel umlegen. Die Kette wird noch gekürzt und dann wird sie vernietet und dann bin ich fertig. Okay, jetzt noch ein paar Einstellungen, Bremsgriffe etc. Puh, es ist vollbracht. Ja, endlich geschafft. Das 101 ist aufgebaut. Mit Hilfe der Kollegen war natürlich nicht immer ganz ohne Fehler alles. Ja, das erste Mal. Aber es steht. Hängt hier. 101 Rennmaschine für den Marathon. Für mich. Jawohl, es kann losgehen. Also, das nächste Mal seht ihr mich beim Training. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Anfängerfehler beim Bikeaufbau. Es war mein erstes Mal, wie gesagt. In der Beschreibung findet ihr nochmal alle Teile, die am Bike angebaut sind. Und ich hoffe, ihr abonniert unseren Kanal. Fertig? Achso.